Gehörst du auch zu den Selbstständigen, die in der Corona-Krise stark betroffen sind von Umsatzeinbußen, aber bisher mit den anderen Förderprogrammen der Corona-Hilfe nichts anfangen konnten? Dann bist du hier richtig bei der Neustarthilfe, denn du kannst bis 7.500 Euro auch dann bekommen, wenn du relativ niedrige oder gar keine Fixkosten hast. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Gründer der X-Group und gemeinsam mit über 30 anderen Beratern helfen wir bundesweit, Unternehmern dabei zu gründen, zu wachsen und später Unternehmen zu verkaufen. Auf der einen Seite hat die Regierung viele Förderprogramme, viele Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Aber nicht alle waren bisher auch antragsberechtigt. Besonders die Solo-Selbstständigen oder auch die Ein-Mann-GmbHs, die wenig Fixkosten hatten, haben in der Regel keinen oder nur wenig Anspruch gehabt, auch Anträge auf Fördermittel zu stellen. Bei der Neustarthilfe erhältst du bis zu 7.500 Euro Fördermittel und musst diese nicht zurückzahlen, wenn deine Umsätze und deine Erträge auch gering bleiben. Hast du auf der anderen Seite aber eine positive Entwicklung, gerade in dem Zeitraum zwischen Januar und Juni 2021, dann sind diese entweder vollständig oder anteilig rückzahlbar. Die Neustarthilfe wurde speziell geschaffen für Solo-Selbstständige, die in den Kreativberufen unterwegs sind, in den therapeutischen Berufen unterwegs sind, also auch als Coach oder auch als Trainer in der Bildungsbranche unterwegs sind. Diese Selbstständigen zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Regel ein Homeoffice haben oder nur ganz geringe Fixkosten. Bisher haben sie wenig Mittel bekommen und das soll mit der Neustarthilfe abgestellt werden. Und wenn du die Neustarthilfe beantragen willst, dann kannst du es als Einzelunternehmer, als Freiberufler oder als Gewerbetreibender selbst machen. Du brauchst lediglich das dir bekannte Elster-Zertifikat, mit dem du normalerweise deine steuerlichen Daten an das Finanzamt übermittelst. Mit dieser Datei kannst du selbst sofort den Antrag stellen und innerhalb weniger Tage bekommst du die Auszahlung. Bist du allerdings geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH oder einer Mini-GmbH, auch UG genannt, dann funktioniert für dich die Antragstellung anders. Deine Aufgabe ist es zu gehen, entweder zu einem Steuerberater, am besten mit dem du bisher auch deine Deklarationsmeldung gemacht hast, oder zu einem Rechtsanwalt zu gehen und dort gemeinsam mit einem rechtlich beratenden Dritten die Anträge zu stellen. Das Beste aber an der Neustarthilfe ist, dass du keine Vorgabe hinsichtlich der Verwendung hast. Du musst es also nicht für betriebliche Zwecke ausgeben, kannst es aber. Und das ist der große Unterschied zu allen anderen Förderprogrammen, die in der Regel von dem Verwendungszweck ausgerichtet her waren, auf die Fixkosten, auf Personalkosten oder andere laufende Kosten. Also beantrage noch heute dieses Förderprogramm, denn es ist zunächst limitiert, beschränkt also auf den Zeitraum von Januar bis Juni 2021. Möglicherweise wird es verlängert, aber mach jetzt Gebrauch von diesen 7.500 Euro Zuschuss. Denn im günstigsten Fall sind die 7.500 Euro nicht rückzahlbar, wenn es schlecht läuft. Läuft es besser, hast du ein günstiges Darlehen und bezahlst es später zurück. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, nicht nur die Förderprogramme zu beantragen, sondern generell dein Unternehmensschiff wieder in sicheres, tiefes Fahrwasser zu bewegen, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater stehen dir bundesweit zur Verfügung. Nicht nur für Finanzplanung und Businessplanung, auch für Marketingkonzepte. Und vor allen Dingen auch für strategische Beratung, damit du deine unternehmerischen Ziele erreichen kannst. Gerne kannst du jetzt auch das Video mit Daumen hoch liken, unseren Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Überwindung und Durchstehung der Krise.